So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen weiteren Video hier in Forza Horizon 4. Wir sind zurück und der Winter bringt wunderschöne neue Fahrzeuge mit sich, nämlich direkt zwei an der Zahl. Und eines davon schauen wir uns heute in diesem Video an, nämlich dieses, ja, Wunderwerk der Technik, den Ford Transit Supervan 3. Ja, ein Fahrzeug, was die Jungs von Ford im Jahre 1994 zur neuen Einführung der neuen Generation des Ford Transit so als marketingtechnisches Fahrzeug auf den Markt gebracht haben. Ja, damals 1994 mit, jetzt kommt es, einem 650 PS starken 3,5 Liter V10, war dieses Ding halt einfach total bekloppt, total geistesgestört und einfach wirklich vollkommen behämmert, und den können wir jetzt hier auch in Forza Horizon 4 fahren. Ja, mich erinnert ein bisschen immer so ein bisschen an eben an Blur, was ja damals leider dann dicht gemacht worden ist, das Spiel, und da konnte man den damals schon fahren, und jetzt hat er eben seinen Weg auch hier in Forza Horizon 4 gefunden. Aber hier kleiner Disclaimer, den ich erwähnen muss, haben wir nicht die V10-Version. Ja, weil das liegt mich daran, die Jungs von Ford haben nämlich gemerkt, ja, der V10 ist scheiße wartungsintensiv, also der Motor hat halt wirklich viel, viel Liebe gebraucht und Arbeit, und so als Promotion-Fahrzeug war das immer ein bisschen anstrengend, wenn du jedes Mal gefühlt den ganzen Motor neu machen musstest. Und deswegen hatte sich Ford dann 2004 entschieden, okay, scheiße, den V10, der fliegt raus, und danach ist ein 300 PS starker V6 reingewandert. Ja, natürlich deutlich weniger Leistung, von 56 auf 300 PS runter, und auch die 300 km/h Marke, die der Wagen vorher mit dem V10-Motor geknackt hat, nebenbei mit dieser Bauform über 300, ja, war dann nicht mehr drin. Bei 240 war nämlich Schluss. Und ja, die Version haben wir hier im Spiel, also die haben sich halt an dem aktuellen Stand des Fahrzeugs, sagen wir mal, orientiert, was ich ein bisschen schade finde, weil natürlich gerne hätte ich lieber den V10 drin gehabt. Wir werden aber gleich mal bei den Motorswaps gucken, vielleicht ist er dabei, das wäre natürlich sehr geil, wenn ich dann 300 Liter V10 sehe mit 56 PS, würde ich mir leisten, erster Freund, das würde mich sehr, sehr stark freuen. Aber ja, wir schauen uns das Ding erstmal an. Ja, wie gesagt, Ford den damals zur neuen Markteinführung, haben sie den eben vorgestellt, so als kleines Werbefahrzeug, und ich fand den damals schon bei, ja, sagen wir mal, bei Blur bekloppt. Da habe ich mich damals erstmal informiert, was es überhaupt ist, weil ich dachte, das wäre halt nur ein Auto für Blur, was so nicht geben würde. Aber diesen Wagen gibt es halt wirklich. Und es ist halt einfach, ihr seht, es ist halt ein Ford Transit auf komplett dope. Wobei ich sagen muss, dass es eine grobe Außenhülle ist, eine Außenkarosserie im Maßstab 7 zu 8, glaube ich. Also nicht 1 zu 1 Transitmaß, weil darunter steckt nämlich ein anderes Fahrzeug, ein Gruppe C-Sportwagen letztendlich, der die ganze Basis hierfür bildet. Also an sich ein Chassis vom Transit drauf. Was man sagen muss, da hat jetzt nicht einfach ein 1 zu 1 Transit genommen und da ein V10 reingehämmert, sondern es ist an sich Transit-Optik, so kann man es irgendwie voll bezeichnen, weil vor allem sitzt der Motor nämlich hier hinten drin. Ich mache euch mal die Klappe auf, da sitzt nämlich der Motor drin. Ja, hier in unserem Fall dann der wunderschöne, ja, V6 mit 300 PS. Bisschen schade, aber wie gesagt, das ist schon natürlich ein riesen Leistungsunterschied, den wir jetzt hier am Ende haben. Aber nichtsdestotrotz, wie ihr seht, ist es halt einfach nur so ein Chassis, da ist ja nichts, das ist ja, es ist halt einfach kein Transit darunter. Das ist einfach eine Karosse, die da drüber gespannt ist, allein diese Optik zu bieten. Und ja, an sich aber optisch mega, mega fett, muss ich sagen. Vorne können wir auch aufmachen, ich glaube, der nimmt jetzt den ganzen Frontteil ab. Naja, genau, seht ihr, das ist nicht viel Transit. So sehen Transit nicht unter der Haube aus, das wissen wir wohl alle gemein. Englisches Fahrzeug, wir gehen mal kurz auf die rechte Seite. So, können wir überhaupt jetzt einsteigen? Lässt du mich jetzt einsteigen oder nicht? Dankeschön. So, wir steigen mal ein in den Kollegen. Armaturenbrett hat man natürlich dann, soweit es geht, realistisch genommen. Ne? Muss man sagen, hier schöne Sparkos drin, Sparko-Lenkrad und ein Hupenknopf. Und ich würde sagen, wir machen ihn mal an und hören mal rein. Ja, jetzt haben wir einen V6 halt drin. Man sieht auch sehr gut am Drehzahlmesser, der Wagen könnte mehr. Weil ihr seht, der Drehzahlmesser geht bis 13.000 und wir sind bei 8 am Ende. Das sieht man allein schon, was der originale V10 halt geleistet hat. Weil der Drehzahlmesser ist anscheinend geblieben, so wie es aussieht. Ich habe gedacht, den hätten sie dann auch mitgetauscht, aber den haben sie anscheinend drin gelassen. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen doch mal, was wir hiermit anstellen können. Natürlich erwarte ich jetzt nicht super viele Tuning-Möglichkeiten. Ich meine, das ist immerhin schon... Naja, was willst du hier noch dran machen? Wir gucken aber erstmal bei Motorswaps, weil ich hoffe, jetzt einen 300 Liter V10 zu sehen. 7 Liter V8, Rennen V12. Schade. Okay, das hätte ich jetzt gerne gehabt, dass Ford theoretisch lizenzfrei gehabt. Okay, ihr kriegt den Transit und im selben Moment bieten wir euch auch den 300 Liter V10. Das hätte ich mir jetzt sehr, sehr stark gewünscht. Weil ich muss mal ganz kurz, warte mal, ich rechne mal gerade kurz 650 PS in kW um, damit wir mal ganz kurz wissen, in welche Richtung wir Motor denn gehen müssten. Damit wir wissen ungefähr, welche Richtung wir motortechnisch hier wechseln müssten, um auf diese originale Leistung zu gehen, sind ungefähr 478 kW, ungefähr. 478 kW müssten wir haben, damit wir hier auf die Lade kommen. Was ich ja gerade schon sehe, wir haben jetzt hier schon 682 kW aus einem Rennen V6 Twin Turbo.
Die Drehmomentkurve ist sehr interessant. Die ballert einfach von jetzt auf gleich komplett ins An. Ist die Drehmomentkurve, ja? Die Drehmomentkurve meint von jetzt auf gleich einfach mal einen kompletten Anschlag zu machen. 6 wird. Ja, immer noch zu viel. Der 7 Liter V8 könnte relativ gut in die Richtung gehen, ne? Ja, nee. Wir haben keinen, der richtig geht. Die sind alle leistungstechnisch viel krasser drüber. Wir werden jetzt erstmal mit dem Originalmotor mal kurz rumdrehen und danach werden wir hier diesen V6 Twin Turbo reinhämmern. Allein, weil ich darauf Bock habe. Das muss ich sagen. Wir haben und wir wiegen unter einer Tonne, ne? Daran siehst du halt einfach, das ist kein richtiger Transit, der hier drunter hängt. Fahrwerk können wir Offroad reingehen. Oha, man kann den aber gut noch slammen. Da geht aber gut fahrwerkstechnisch noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal Serie. Wir fahren den mal Serie und danach lasse ich meine magischen Finger dran und werde diesen Wagen wieder vollkommen verbasteln. Freut euch drauf. Natürlich, es ist ein bisschen doof, in welcher Woche dieser Wagen und auch der erste Martin jetzt rausgekommen ist, weil wir haben Winter. Wir haben zwei Autos gebaut, die voller Performance getrimmt sind im Winter. Warum Playground Games? Warum nicht im Frühling oder Sommer? Warum im Winter? Na egal, ich würde sagen, wir drehen mal eine kleine Runde. Hier sieht auch der Drehzahlmesser dabei grenzt, wo er hingehört. Natürlich, wie gesagt, original konnte er höher drehen. Der Drehzahlmesser im Innenraum verdeutlicht uns das ganz gut. Und wir sehen, er beschleunigt jetzt nicht schlecht. Er beschleunigt jetzt nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nicht so die krasse Granate. Also er ist okay von der Beschleunigung. Man muss überlegen, wir fahren Transit. Also dafür ist es in Ordnung. Aber er hat halt vorher unter 3 Sekunden oder knapp 3 Sekunden, etwas über 3 Sekunden geschafft mit eben diesem original V10 Motor. Und das sind natürlich ganz andere Eckdaten, weil wenn wir jetzt hier sehen, wir fahren jetzt 211. Das war es fast schon. Ja, bei 240 ist halt Schluss. Wir haben ein 5-Gang-Getriebe drin. Oh, wir haben verdammt gute Bremsen, merke ich gerade. Hoppala. Wir haben wirklich verdammt gute Bremsen. Aber man muss auch überlegen, wir haben auch kein Gewicht, ne? Das Ding hier wiegt unter einer Tonne. Das ist halt dieses krasse, Alter, ist jetzt Position, ne? Da würde ich mich eindeutig bei 300 Sachen nicht wohlfühlen. Also, wenn du legst, dass Leute da mit 300 Sachen gehämmert sind, meine Fresse, ja, das ist ganz schön Eier, um ehrlich zu sein. Aber, ja, wie gesagt, in der Version, die wir ihn hier haben, ist er leider ein bisschen handzahm. Ich finde es sehr schade, dass wir nicht den V10 bekommen, oder den zur Auswahl haben bei den Motoren. Das hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht. Ich weiß nicht, was die Wahl, warum es nicht genommen worden ist, weil vor allem dadurch, dass das Spiel diese Motorswaps ja anbietet, wäre es ja ein cooler Gag gewesen. Ey, wir haben den V6, aber wenn ihr nochmal den alten Supervan oder den originalen Supervan 3 erleben wollt, jo, dann haben wir den Motor auch drin. Das wäre aus meiner Sicht super nice gewesen. Haben wir leider nicht. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das ist für mich so eine Missed Opportunity, die sie da haben. Aber na gut. Dafür können wir andere Motoren reinhämmern, die einfach viel mehr Leistung rausholen als die 56 PS. Und das werden wir auch jetzt schon machen. Er fährt sich ganz okay. Also Handling Technik, es ist halt ein Gruppe C Rennwagen drunter. Er sieht halt nur aus wie ein Ford Transit. Es ist rein technisch, es ist kein Ford Transit. Das muss man ja im Hinterkopf haben. So, KW-PS-Rechner werde ich mir gleich mal geben. Wir werden jetzt erstmal vollkommen aufbauen. Wir nehmen den großen V6 Twin Turbo. Und es ist ja schon ein Rennmotor, schätze ich mal. V6 Twin Turbo, ja, der gibt schon mal gut Eckdaten mehr. Der 7,2 Liter V8 ist eigentlich auch geil. Vor allem hat der eine, ich sag mal, angenehme Drehmomentkurve. Aber das gesamte Drehmoment ist hier halt höher. Wir nehmen mal den V6. So, dann bauen wir ihn mal auf Allrad um. Wir gucken mal, was wir hier raushämmern können. So, Reifen. Wir haben noch keine Rennreifen drauf. Ja, da brauchen wir noch mal ein paar Rennreifen drauf, liebe Leute. Die machen wir natürlich auch mal wunderschön breit. Jetzt bauen wir mal unseren Supervent rein, ne? Ford so, ey, wir nehmen Leistung raus, dann komme ich. Wir bauen wieder Leistung rein. Mehr Leistung als vorher. Felgen lassen wir euch so, die sehen nämlich sehr nice aus. Die gefallen mir sehr gut. Wir können die Spurbreite auf eine schöne Breite holen. Nice. Alter. Oh, das sieht ja dermaßen sexy aus. Junge, Junge, das gefällt mir schon mal sehr gut. Felgengröße vielleicht ändern, vielleicht. So auf 8, auf schöne 16 Zoll. Komm mal hinten auf 17 Zoll, einfach mal ein bisschen mit der Optik spielen. So, wir bauen natürlich volle Kanüle alles auf. Wir gucken mal, er dürfte auf jeden Fall die X-Wertung mal wunderschön grüßen. Wir hatten jetzt gerade knapp unter 1000 Kilo mit 300 PS. Und ich sag mal so, wir werden da noch ein bisschen was machen. Gewichtsreduzierung geht natürlich nicht, was auch in dem Fall hier Sinn macht, weil man kann hier nichts mehr rauswerfen, außer man nimmt die ganze Karosse runter. So, Rennnockenwellen, dann noch Rennventile, ein bisschen größeren Motorblock und wir hauen die Turbo. Drehmomentkurve ist halt einfach so, nein, 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 schlagartig. Also es ist wirklich so, das ist ein schöner Oldschool-Turbo-Einsatz. Das ist einfach von jetzt auf gleich Turbo. Okay, wir haben jetzt wunderschöne 1089 kW, 69 kW. Okay, jetzt müssen wir mal gerade mal gucken. Jetzt rechnen wir das mal gerade um. 1089 kW in PS. Damit haben wir wunderschöne 1480 PS auf 960 Kilo aus einem 4 Liter V6 Twin Turbo Rennmotor in unserem Ford Transit, liebe Leute. Ja, ich fand Ford's Idee damals schon ganz angenehm mit den 650 PS, aber ich finde unsere Angabe, finde ich doch viel humaner.
Schauen wir mal, ich bin jetzt mal sehr gespannt, was wir damit anstellen können. So, wir können den Wagen. Oh, wir können noch runterdrehen. Och, Alter, wir können sogar ein bisschen nur runterdrehen, ist gut. Okay, wir kriegen einen Hardhängerarsch. Ich hätte sehr gerne. Also, die 400 km/h, das wäre schon. 400 km/h im Transit wäre 380. Ich glaube, er will mit dem Motor schaffen wir keine 400, kann das sein? Mit dem V8, mit dem Renn V8 könnte es vielleicht drin sein. Ne, hier werden wir leider keine 400 knacken. Okay, obwohl ich 383 in einem Ford Transit auch schon als okay anfinde. Sieht jetzt schon ganz nice aus. Ja, doch, tiefentechnisch, fitmetechnisch, das sieht doch schon, das gefällt mir doch schon mal ein bisschen besser. So, ich würde mal sagen, jetzt haben wir die Leistung, die der Name Superman auch verdient. Jetzt ist der Drehzahlmesser wieder halbwegs passend, ne? Ich sehe ihn halt überhaupt nicht im Innenraum, leider. Ich habe immer noch nicht die Drehzahl, die er damals erreicht hat, aber wir sind ganz näher gekommen. Wir sind ja letztendlich jetzt bei dem V6 geblieben. Holy shit. Ach du Schande. Schande. Leichter Geschwindigkeitsunterschied. Falls es euch wundert, ja, ich habe ein bisschen mehr Leistung reingehämmert. Merkt man gar nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank fährt er sich wie vorher. Alter Verwalter, ey. Oh, sorry. Wow, 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 wow. Buser, Buser, mein Freund. Okay, Bremsen packen sehr gut. Handling ist ein bisschen übersteuert, aber das können wir noch beheben. Boah. Geht auf jeden Fall ab wie Scheiße, Alter, Verwalter. Du musst überlegen, wir haben viel mehr PS, als wir ein Kilo haben, ne? Also, wir haben weniger als ein Kilo pro PS. Das ist absolut bekloppte Leistungsdaten, die wir haben. Aber jetzt ist, finde ich, auch der Name Superman wieder Programm und verspricht voll Fahrspaß. Und so wollen wir das doch haben. Wenn Ford uns die Leistung wegnimmt, nehmen wir uns mehr Leistung. Und geben wir uns mehr Leistung. Boah, der Depp. Also mit dem richtigen Setup wird das ein richtiges Rennbiest. Ich sag's euch, weil der halt arschige Leistung hat, darauf wenig Gewicht und ein verdammt gutes Handling. Also, verhältnismäßig gutes Handling. Wir ballern dann ein altes. Es ist ein grob alter Gruppe C-Rennwagen. Das ist jetzt kein moderner Prototyp, der hier drunter hängt. Es ist immer in Gruppe C noch, aber. Bremsen sind halt brutal, weil die Bremsen halt kaum Gewicht zum Stehen bringen brauchen. Das ist halt das Krasse. Junge, Junge, Junge. Man merkt ein bisschen, dass die Vorderachse so leicht ein bisschen beim Lenken überfordert ist. Aber die Beschleunigung ist wirklich, also die Beschleunigung ist wirklich mehr als dezent gestört. Alter, der ist an, wie der marschiert. Oh. Wisst ihr was, wir müssen den mal in einem Rennen probieren. Wir probieren den mal in einem Rennen aus. Ich will mal gucken, ich muss mal ganz kurz das Diff ein bisschen nach hinten stellen, weil ich merke nämlich, dass er mir sonst zu sehr ins Untersteuern leitet. Und das ist ein bisschen schade. Aber sonst, also ich würde schon behaupten, dass ich Spaß habe. Ich glaube, ich habe Spaß damit. Straßenszene wollen wir nicht. Ich will ein normales Rennen fahren. Was haben wir denn Schönes hier? Was haben wir denn mal Schönes? Das ist viel mit Autobahn. Obwohl, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, wir nehmen das mal. Wir nehmen das Rennen mal. Stellen wir eine schöne Klasse ein. Ich weiß nicht, welche Klasse er gerade drin ist. Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Obwohl, er müsste bei Vans und Pickup sein, ne? Da müsste er in der Kategorie aber das krasseste Auto von allen sein, wenn ich überlege. Er ist bei einem. Ah, ne, er ist bei einem Track. Okay. Ja, macht doch auch Sinn, bei dem Vans Pickup wäre halt bescheuert, weil da wird halt mit der mega OP sein. Da stellen wir uns mal kurz selber ein. Wir machen Track Toys. Open All. Dann machen wir uns aber jetzt mal schön den Sommer an, weil das kann ich Gott sei Dank hier. Hier kann ich mir Gott sei Dank die Jahreszeit umändern, was ganz schön ist. Wir machen Mittag, heiter, beliebig. Okay. Dann schauen wir nochmal. Wenn ich überlege, was so in dieser Klasse alles drin hängt, und dann fahre ich jetzt einen fucking Superman. Aber hey, gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Gegner so gegen uns werden. Höchstwahrscheinlich werden sie wieder die Pagani Zondas gegen uns, so wie das Spiel das immer macht, weil das Spiel einfach keine anderen Autos kennt. Die KI ist leider, weil das Fahrzeug auswählen geht, so ein bisschen. Meh. Oh ne, tut sie nicht. Okay, wir sehen Caterham, ich sehe den Lotus, ich sehe Camaro. Oh, das war ein schönes Fahrerfeld. 211, Caterham, Camaro, Project 7. GT3 RS, Corvette, Viper, Clio. Okay, wir haben zwar nichts mit X dabei, aber wir haben auf jeden Fall gut Gegner.
die auf jeden Fall auch ein bisschen Bums haben zum Teil. Gucken wir mal, ob wir die mit dem Superman auf unschlagbar in Grund und Boden fahren. Alter, die Startbeschleunigung ist halt echt nicht normal. Junge, der geht so von 0 auf 100. Alter! Ruhig dich doch, Kollege! Guck dir das mal... Alter, die Beschleunigung ist halt wirklich bestialisch krank, ey. Also ich meine, gut, der GT3 RS hat keine Chance dagegen zu beschleunigen. Also wirklich gar keine. Ich habe zwar ein bisschen Traktionsprobleme und das mit Rennreifen und Allrad. Das muss man sich erstmal geben. Das ist eine Kombination, die schon schwierig zu erreichen ist in dem Spiel eigentlich. Und trotzdem ist das Handling nicht vollkommen scheiße. Ich merke, dass er mir ein bisschen mit der Vorderachse immer hochgeht. Also beim Beschleunigen merkst du, dass er vorne ein bisschen Grip verliert. Also er fängt an, so leicht, ich sag mal, Wheelies zu ziehen. Das merkst du beim Einlenken, wenn die Lenkung immer schwergängiger wird, weil er Kontakt vorne zum Asphalt verliert. Und tschüss, Jungs. Lasse die Leistung fliegen. Come on. Sechster Gang, 3,50 im Ford. Aha, da hängt jemand im Grenzer. Oh, fuck, ich richtig. Oh, alles gut. Ich habe gerade sehr viel Spaß mit... mit dem Ford Transit. Das sag ich selten. Schön Handbremsturn. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Yes. Ken Block wäre gerade stolz auf mich. Ken Block wäre stolz auf mich. Aber wir haben wirklich 30 Tonverlust auf allen vier Reifen. Das ist halt so krank. Die Beschleunigung ist halt wirklich total bekloppt. Also die Beschleunigung ist halt wirklich vollkommen bescheuert. Also der Beschleunigung ist halt wirklich so abnormal nach vorne. Alter Verwalter, ey. Aber er macht Laune. Also er ist mit der Leistung ist er schon schwierig zu fahren. Da geht es eher ans Über- und Untersteuern so ein bisschen. Das ist so hinterher schwang. Er hat jetzt zu viel Leistung an sich zum Gewicht. Man muss ein bisschen weniger Leistung auf jeden Fall reinbauen, damit er sich vernünftig fährt. Weil jetzt hast du halt einfach diesen Leistungsüberschuss. Aber die Beschleunigung, die du damit erreichst, halt... Ist halt, ist okay. Mit der kann man durchaus arbeiten, würde ich sagen. Komm, dann machen wir auf jeden Fall noch ein Rennen. Das war leider gerade ein bisschen zu geil. Hat ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Dann machen wir nochmal eine Runde. Da fahren wir auf jeden Fall noch ein Rennen mit. Weil die Kombination gefällt mir gut. Plus, ich kann ja mir über die Jahreszeit einstellen, wie ich lustig bin, was ich ganz angenehm finde. So, Track Toys. Ich habe ja schon Track Toys. Dann nehmen wir die und überschreiben die einfach. Wir machen aktuell auch Track Toys. Das da. Einstellung. Herbst machen wir nicht. Wir machen wieder Sommer. Sonnenaufgang klingt ganz schön heiter. Und der Rest passt soweit. Okay. Dann wollen wir mal eine weitere Runde Track Toys. Echt geile Kiste. Also, Beschleunigung ist. Also, kann ich nur empfehlen, voll aufzubauen. Also, mit der Serienleistung finde ich ihn sehr langweilig, muss ich sagen. Da ist halt dieser ganze Reiz, diese Spannung aus diesem Auto, geht halt vollkommen flöten mit den 300 PS, weil diese Übermacht von einem Van halt nicht mehr dabei ist. Ich bin immer noch enttäuscht, dass es den V10 nicht gibt, dass es den auch nicht zur Auswahl gibt. Dieser, meiner Meinung nach, verpasste Chance. Aber da müssen wir uns halt mit einem aufgeladenen Renn V6 begnügen. Ja, ihr merkt, ja. Bisschen übersteuert er, ja. Du musst da manchmal Gasstoß geben, damit er eher ins Übersteuer kommt. Oh, ich habe gerade dem Lotus mal kurz den Spoiler abrasiert. Chromlack ist aber nicht verkehrt eigentlich dafür, ne? Für die Leistung, die wir fahren. Weil da könntest du meinen, dass er sehr viel ins Untersteuern gerät, aber es geht. Man muss ihn ein bisschen am Gas halten. Ah, hab ich schon passt, da war ich ein bisschen sehr motiviert. Ein bisschen weniger cutten und dann ist gut. Okay. Das war jetzt halt komplett das Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht habe, aber lassen wir's. Boah, Vollgas aus Kurven raus ist halt kritisch mit der Leistung. Ich muss halt sagen, die Bremsen sind halt der Obershit, weil halt wenig Gewicht trifft auf geile Bremsen, das ist halt eine schöne Kombination. Da kann man nicht gegen sein, come on!
Ja, man merkt, ihr seht es, wenn wir Kurven fahren, dass er so ein bisschen anfängt vorne zu lupfen. Vorher die Reifen anzuheben. Und das ist nicht gut in Kurven, wenn er meint, plötzlich auf drei Freirad zu fahren. So, komm auf die letzten Meter, Junge. Gib ihm! Yes, sir! Und da gibt's doch den Sieg. Erstmal Kim Merwo und GT3 S mal wunderschön ausbeschleunigt in einem Ford Transit. So muss das laufen. Geile Kiste auf jeden Fall. Also wenn ihr euch den holen wollt, jetzt im Winter könnt ihr euch den gönnen. Ihr müsst nur eine wunderschöne Saisonveranstaltung fahren. Da, also das ist nicht schwierig. Den Wagen zu bekommen, das ist ja wirklich, das ist hier, also das ist wirklich kein Aufwand. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das ist also beim besten Willen nicht. Es gibt, oh, wir haben 80% des Winters abgeschlossen. Beiläufig. Gut, haben wir auch den Porsche 96 bekommen. Ich habe anscheinend ein paar andere stündliche Dinger hier fertig gemacht. Ja, die habe ich ein paar gemacht schon anscheinend. Ja, auf jeden Fall hier, is it the bird, is it the plane? Das müsst ihr einfach nur wunderschön fahren. Und ja, dann bekommt ihr dieses wunderschöne Fahrzeug schon in euren Fuhrpark. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur sagen, wir drehen nochmal am Ende kurz einmal am Rad, gucken, ob der Respin nochmal vielleicht Glück bringt. Nein, tut er nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ja, dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder hier bei Forza Horizon 4. Haut rein, bis dann. Tschüss.